So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben letztens Päckchen ausgepackt, Unboxings gemacht. Da wusste ich, dass von der Bierschanga wieder eine Soße dabei ist. Es wackelt. So, ich will nicht, dass es wackelt. Die Soße von der Bierschanga ist diesmal eine Sweet Thai Chili Soße. Aber irgendwie ist die Flasche hier oben schon kaputt. Ist irgendwie eingedellt, das ist alles hier schon so ein bisschen rausgelaufen. Ich habe gleichzeitig hoffentlich hat die nichts abbekommen, wenn die undicht waren, jetzt tagelang da so in dem Paket rumgeflogen ist. Ich möchte jetzt trotzdem heute mal probieren, mal testen, wahrscheinlich mal so auf dem Löffel machen und dann auch zum Nuggets. Deswegen haben wir wieder eine Packung Nuggets am Start. Und wollen mal gucken, ob die scharf ist, wie scharf die ist. Hab mir als Alternative ja auch nochmal das Habanero Tabasco mitgebracht und eben die Mark Gebaua Danakil Hot Sauce Erda Ale mit 2 Millionen Scoville. Das ist sicherlich das Schärfste heute, aber trotzdem, wenn wir einmal Nuggets essen, kann ich mir vorstellen, dass die gut dazu passt, viel drauf zu machen und die hier nochmal um Schärfe zu ziehen. Den Begriff habe ich übrigens vom Ismo, der sagt auch immer Schärfe ziehen, wenn er mit der Kamera rumhantiert und so macht. Ne? So, Schärfe ziehen. Jetzt machen wir erstmal die Nuggets warm und dann sehen wir uns gleich zurück und probieren, wie die Soße schmeckt. Und hoffen, dass sie noch gut ist. Und dass sie schmeckt. So, wir sind zurück. Die Nuggets sind warm und wir müssen jetzt mal aufpassen. Ich hatte ja gesagt, wenn das zischt, wenn das knackt, wenn das schmeckt, dann musst du aufpassen. Ne? Eigentlich kann ja gar nichts zischen, weil es ist ja sowieso schon auf. Aber vielleicht zischt. Guck dir den Deckel an. Der Deckel ist. Ich habe nichts an dem Deckel gemacht. Der Deckel, den kannst du mit einem Finger, wie beim Discjockey an der Scheibe, kannst du einfach drehen. Hauptsache so ein grüner Gummi drin, dass das dicht abschließt, aber es halt einen Drücker weg hat. So, wir riechen mal. Es riecht sehr tomatig. Riecht wie Omas Küchentomatensoße. Lohnt sich das, es trotzdem zu schütteln? Wir schütteln es einfach mal. Deckel. So, wir haben es geschüttelt. Wir machen es wieder auf, obwohl man den, den kannst du halt so drauf stecken und dann halt wieder abnehmen. Also der schließt halt leider gar nicht mehr, gar nichts. Wir wollten den ja eigentlich so die Soße probieren mit dem Löffel. Jetzt habe ich leider nur eine kleine Gabel mitgebracht. Habe ich mich wieder vertan. Wir können das ja auf die Gabel füllen. Und eine Gabel Sweet Chili, Sweet Thai Chili Soße probieren. Ich muss sagen, die schmeckt echt wirklich süß, fruchtig. Oh, und die ist schön bissig. Ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber die letzten Soßen, die Mango, Chili, Papaya, Ingwer, die war nicht so scharf. Die Erdnusssoße, die war nicht so scharf. Das heißt, das ist die schärfste Soße, glaube ich, die ich bis jetzt von der Bianca kenne. Grüße gehen raus. Aber die schmeckt wirklich gut, also die vereint wirklich scharf und süß in einem. Hat auch eine schöne Konsistenz, weil die eben schön flüssig ist, so fließt, kann ich mir auch wieder gut vorstellen. Machst hier einen Teller Spaghetti zurecht oder irgendwas und kippst das dann einfach drüber wie eine Arrabbiata-Soße. Und die fruchtig-tomatiger scheint. Wir kippen es uns jetzt mal hier auf das Nugget. So. Hauen das drauf. Haben jetzt hier einen schönen Fladen. Probieren das mal so. Auch zu dem Nugget macht das eine richtig gute Figur. Jetzt Nudeln machen. Nuggets auf die Nudeln hängen. Soße drüber kippen. Perfekt. Ich bin mir unsicher. Ich glaube, ist sie vielleicht sogar schärfer als das Habanero Tabasco. Wir machen mal hier ein paar Tropfen drauf. Eigentlich ist das Habanero Tabasco Stufe 4 von 5. Dann gibt es nur noch das Skorpion Tabasco. Also eigentlich pfeffert es auch rein. Das ist halt flüssig hier wie Wasser. Dann hast du halt wirklich eine extreme Essignote dabei. Jetzt hat sich direkt eine Blase im Hals gebildet. Ich finde nicht, dass das jetzt nochmal extra zündet. Ich finde, du merkst es aber, weil das wieder ganz anders schmeckt. Aber ich glaube, die steht der in nichts nach. Also die Thai
Sweet Thai Chili Soße. Jetzt vielleicht andersrum. Ich hätte einfach Thai Sweet Chili statt Sweet Thai Chili. Also ich kenne es immer nur als Thai Sweet Chili. Ist trotzdem eine schöne pfeffrige Soße. Wir werden gleich noch die Mark G. Bauer draufknallen. Da schmeckst du wieder gar nichts und dann kommt nur Schärfe. Aber so esse ich gern meine Nuggets. Also ich mir eine richtig extreme Soße nehme, vielleicht auf 4 Nuggets jeweils einen Tropfen, dann immer einen extremen Nugget in den Mund steck und dann 2-3 andere Nuggets mit schöner fruchtigen Soße hinterher, dann vereint sich das alles und ist dann auch mega lecker. Würde ich euch so auch empfehlen, macht das einfach mal so. Jetzt nehmen wir hier den Mark an der Hand. Die andere Danakil-Soße ist nämlich schon leer. Wir haben hier nur noch die Brutale mit 2 Millionen. Jetzt hier so ein Tropfen. Ich behandle das wie Mad Dog Soße, weil die auch so brutal ist. Schlagen sie hier wieder die Worte. Ist schon wieder Zeitdruck, müssen nämlich direkt gleich los zum Z-Day. Ja, und da auch gefühlt erstmal keinen Geschmack. Schmeckst nur das Nugget und dann plötzlich ist das Nugget weg und auf einmal brennt die ganze Zunge. Das ist auch so richtig feurig, so richtig scharf, so richtig kratzend. Und deswegen kombiniert man das, wenn man einfach so ein Nugget isst und dann so ein schönes fruchtiges hinterher. Richtig stark, richtig genial. Younger, wenn du mal wieder irgendwas hast und mal eine Meinung oder einen Tester brauchst, kannst du mir gerne schicken. Du siehst, ich esse sie auch, wenn die schon auf sind. Ich esse sie auch, wenn die schon ausgelaufen sind. Weil ich gerne scharf esse, wird die auch nicht lang halten. Wird also demnächst schon leer sein. Vielleicht hält sie sich noch, bis der Hannes kommt. Da kann der auch mal probieren. Bierschangas Sweet Thai Chili Soße. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out, vorhaut, euer Ramses.